Team Bobica. Wir sind jetzt hier in Österreich. Wir sind bei der Formel 1 in Spielberg. 10 mal 5 Teams auf Franz. Kann ich nicht. Das ist sehr cool. Wir durften wirklich an den fahrenden Autos, weil so, und es ist wie so Jets, die gerade starten, also richtig krass. Kann sich gar nicht vorstellen. Sieht es nie aus, wenn du im Fernsehen die Dinger siehst oder wenn du die irgendwie auf der Tribüne siehst. Das war was ganz anderes. Nee, aus der Kurve raus beschleunigen. Also. Hast du dich sicher gefühlt? Ja. Ja, total. Fahrer geil? Ja, aber Fahrer geil. Hat Spaß gemacht. Du, ich habe gemerkt, du wolltest ein paar Mal mitbremsen. Wieso das? Na, war ungewohnt am Anfang, ja, oder? Ja, super ungewohnt. Also wenn, ich jetzt, wenn wir irgendwo auf der Autobahn waren und die Beschleunigung habe ich mehr im Magen gespürt als hier. Okay. Ist das normal? Oder? Na, du hast bei dem Auto das knapp 800 PS, aber du merkst es halt nicht so, weil du auf der Rennstrecke. Ja, aber geil. Nein, ist ein cooles Erlebnis, macht Spaß. Und der Sound ist halt mega, oder? Krass, ja. Ja, der Sound ist mega. Und der Burnout war gut. Ja, war gut. War extra für dich. There's a storm coming. So we might get like 5-10 minutes out of the gig. I don't know. Otherwise, we're a fucking rain fist, man. Die ersten 20, 30 Minuten, dass ich so nur so eine Handvoll Leute auf der Tanzfläche hatte. Aber die waren so richtig hardcore. Aber und gesehen, die sind alle autoerprobt. Es waren so viele Holländer da, die wissen einfach, wie man draußen tanzt und feiert. Richtig geil. We're here from the white city of pearls in Budapest. Ja, wir sind hier im wunderschönen Budapest und haben jetzt gerade ein Stündchen frei und haben das fürs Sightseeing genutzt. Gleich gehen wir was Schönes essen, die ganze Crew ist dabei. Der Kameramann hat es kaum die Treppen hochgeschafft, aber es ist wahnsinnig. Aber die Kamera ist, hat gerade ein Problem im Stück. Das hat jetzt nicht aufgenommen. Das hat nicht aufgenommen? Nee. Nee? Irgendwas ist schiefgegangen. Die bringen uns die ganze Zeit neue Getränke. Erst haben sie sich entschuldigt, dass zu wenig da war. Und dann kamen jetzt dreimal Leute mit Getränken, die wir gar nicht auf dem Rider haben. Picture, picture, not religion.